Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft hier auf meinem Kanal. Ich habe mir das nochmal anders überlegt statt in der letzten Folge, da habe ich das nämlich nochmal ein bisschen anders gedacht, aber jetzt habe ich mir nochmal anders überlegt. Jetzt bin ich mir aber sicher, dass ich es anders haben möchte. Und zwar so. Genau, und da brauchen wir nochmal Glowstone. Ich meine, am Lager möchte ich nicht sparen, das soll schön sein, das soll gut ausgeleuchtet sein. Da soll man sich wohlfühlen. So, machen wir mal einen Stack Glowstone. So. Gucken, wie weit wir damit kommen. Alles klar. Und dann setzen wir das Ganze einmal hier rein. Nochmal an die ganze Position, wo das oben dann nicht ist. Wo es dann oben auch ist, meine ich. So. Ecken natürlich auch wieder so dann. So, hier ist es dann wieder ein bisschen anders. So, und hier bin ich dann irgendwie durch den Takt gekommen. So. Aber Glowstone ist auf jeden Fall heller als diese komischen anderen Dinger, die wir da versucht haben zu bauen. So. So. Okay, und dann gibt es ja noch so Leute, die machen da so Klappen vor. Das wollte ich auch mal probieren. Beziehungsweise Glas wollte ich davor machen, damit es vielleicht nicht so blendet. Das probieren wir jetzt mal aus. Vielleicht blendet es da nicht mehr so. Ich habe keine Ahnung. Achso, das geht gar nicht. Ah, nein. Ah, so. Okay, das geht nicht. Vielleicht. Ah, komm. Vielleicht aber so eine Holzfallentür-Ding. Das machen ja auch irgendwie viele Leute. Gucke ich auch nochmal, wie das aussieht. Oder ob da dann zu wenig Licht durchkommt. Das ist, glaube ich, besser so, ne? Da machen wir dann mal ein paar von. Weil das ist sonst zu hell, habe ich das Gefühl. Also es blendet ja richtig. So, polierten Granit packen wir mal hier rein. Habe ich das Holz jetzt auch da reingepackt? Nee. Ah, Glas können wir auch hier reinpacken. Wie war denn das? War das so? Nee, so. Ja. Ah, warte. So. So, ich glaube 54 brauchen wir schon mindestens, oder? Ich glaube, die Helligkeit bleibt bestehen, aber es ist nicht mehr so extrem hell, wenn ihr wisst, was ich meine. Gut, in der Ecke ist es natürlich schwierig. Da könnte man es vielleicht so lassen, wenn man möchte. Genau, die Helligkeit wird nicht beeinträchtigt dadurch. Das ist für mich das Wichtigste. Aber es blendet auf jeden Fall nicht mehr so. Ah, der ist falsch. Also der ist falsch. Nee, das war auch jetzt ein bisschen falsch. Machen wir mal so. Merkt keiner. So, da oben drauf kommen dann natürlich später die Lagerdinger. So, der kommt hier nochmal weg. In der Ecke können die ja ruhig offen bleiben dann. Weil mir geht es ja so darum, dass es hier so ist statt so. Es ist dann ja so. Warte. So. Das ist wesentlich weniger blendend. Und die Helligkeit ist auf jeden Fall gegeben. So. Ecke lassen wir nochmal aus. Vielleicht überlege ich mir da noch was. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Ist doch nur die auf der Seite, ne? Warte mal. Können wir das nochmal zumachen hier irgendwie? Ah ja. Glas. Glas. So. Oranges. Hellgraues. Geht aus hellgrauem Farbstoff. Weißen Tulpen. Margerite. Margerite haben wir, glaube ich, draußen, ne? Können wir mal gucken. Hellgrau ist, glaube ich, optimal.
Sind das nicht die oder sind das Sonnenblumen? Ah, das sind Sonnenblumen. Gelbes Glas geht auch, ist auch gut. Kann man aus denen den gelben Farbstoff machen? Ja. Löwenzahn, gelb. Wundervoll. Ist das Löwenzahn? Oh, wir haben Hunger. Ja, aber das könnte, glaube ich, echt schön werden, das Lager. So. Ein paar mehr brauchen wir dafür allerdings noch. Ach, die gelben Pflanzen. Ah, das ist alles das gleiche, alles klar. Gut, dann ist es ja sowieso egal. Dann haben wir hier genug. So, die nehmen wir nochmal alle mit hier. So. Das auch alles. Digital Miner arbeitet immer noch nicht, ist aber nicht schlimm. Dann arbeitet er halt nicht. So, 30 sollte reichen. Jetzt wollte ich schon fast daneben laufen. Obwohl der Eingang so wundervoll geworden ist hier. Also, schön. Also wundervoll, nicht wundervoll. So, einmal alles im Farbstoff. Geht dann so gelbes Glas. Oh, da brauchen wir aber echt viel Glas für, ne? Eieiei. Wie ist das damit? Gut, das ist dann ja... Okay, jetzt fehlt uns das Glas. Wir können ja erstmal damit anfangen, aber ich glaube, das reicht sogar. Gucken, wie das so aussieht. Ja, das ist doch schön. Das blendet dann auch nicht so. Ist zwar immer noch hell, sehr hell, aber es blendet nicht so. Okay, das ist gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann können wir das zurückpacken. Gut, das Glas gehört jetzt eigentlich nicht mehr da rein. Packen wir es mal da rein. So. Guck das auch mal da rein. Das kommt natürlich in die Holzkiste. Und das gehört da rein. Jetzt brauchen wir unsere ganzen Lager. Und dann natürlich noch ein Lager-Upgrade für den Bruchstein. Ja, so. Und so. Können wir hier nämlich schön schon mal Sachen reinpacken. So. Genau, das können wir dann wahrscheinlich umcraften. Ich mach das jetzt einfach mal so mit den Sachen da drin. Wenn die leer sind, dann sind sie halt weg. Wenn nicht, dann nicht. Wie kriegen wir denn das rote Ding nochmal hin? Ah, okay, ist auch Crafting. Dann ist es ja kein Problem. Also, warte. So. So. Und Bruchstein ist immer noch drin, alles klar. Dann haben wir leider nichts verloren. So. Bruchstein kommt direkt hier bei so einem Ehrenplatz. Platz, wenn nicht Platz. So, Stein. Stein. Also Bruchstein. Ja, das war's noch schon an Bruchstein, was wir hier haben. So. Das Zeug kommt hier rein zurück. Dann haben wir hier... Was kommt denn daneben? Wir holen erstmal den anderen Bruchstein noch aus dem Haus. Ist aber gerade Nacht, das heißt, wir schlafen nochmal. So, und dann können wir das Lager nämlich schon mal schön einräumen. Da fehlt natürlich jetzt noch ein bisschen was. Aber wir können schon mal anfangen. Oh, da ist ein Creeper auf dem Dach.
Das ist ja wohl weg oder so. Felder sind reif für Biomasse, okay. So, wir holen aber nochmal kurz Bruchstein. Das wollten wir ja eigentlich. Ja, das ist ja hier unten. Da haben wir, glaube ich, schon mal eine Fuhre abgeholt, ne? Kann auch gleich Erde mitnehmen. So, ein bisschen Platz haben wir noch. Warte mal, das können wir auch in die Rucksäcke packen, ne? Oh, dann können wir richtig viel mitnehmen auf einmal. Guck mal, dann machen wir hier so einen Erderucksack. Und da so einen Steinrucksack. Ja, nee, das ist doof. Da packen wir dann das Zeug rein. So. Also wieder Erde. So. Ey, der Rucksack muss schön gefüllt werden. Okay. Dann nochmal Diorit, Andesit, Kies, Granit, Musterstein. Okay, dann geht's jetzt einmal rüber. Ja, das Haus ist irgendwie auch so ein Kandidat, das können wir eigentlich abreißen, ne? Ich meine, irgendwie ist es ja ein schöner Anfang, aber unpraktisch ist es ja schon, ne? Man muss ja auch ein bisschen praktisch denken. So, wir gehen wieder runter. Einmal ins Lager. Können wir hier natürlich die Abkürzung nehmen. So. 4900 haben wir jetzt drin. Wie viel fasst jetzt das zweite Silo? 8100. Okay, da haben wir also ordentlich Luft noch. Okay. Brauchen wir jetzt auch nochmal so ein normales Silo. Das ist aber auch kein Problem. Brauchen wir aber Bruchstein für. So. Und Redstone und diese grünen Tafeln. Und da können wir noch mal ein paar herstellen. So, 1, 2, 4. So. Das da rein und das da rein. Dann geht's jetzt wieder runter. So, was kommt logischerweise neben Bruchstein? Ich würde sagen Erde, oder? Weil Erde haben wir, glaube ich, auch sehr viel. Daneben kommt dann Diorit. Daneben Andesit. Daneben Kies. Nee. Erst das. Dann das. Genau. So, was haben wir jetzt noch so Feines drin? Stein und Erde und so, genau. So, wir tauchen wieder ab. So. Kies. Diorit. Stufen, Andesit. Polierten haben wir hier, Erde. Genau. So, dann können wir hier nochmal ein paar mehr reinpacken. Einpacken meine ich natürlich. Ja. So, nochmal Bruchstein. Haben wir sonst noch so Bruchsteinstufen und so und polierten Granit. Da können wir vielleicht so Kisten machen oder so, aber ich würde sagen, das überlegen wir uns in der nächsten Folge. Wenn es wieder heißt, wir spielen zusammen Minecraft. Bis zum nächsten Mal, euer Jan.